Nach dem Ende des Abkommens über die Ausfuhr ukrainischen Getreides will Russland alle Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als Gegner einstufen. Ab Donnerstag würden die Schiffe als potenzielle Träger militärischer Fracht gewertet, heißt es. Zudem würden Länder, unter deren Flagge Frachtschiffe auf dem Weg in ukrainische Häfen fahren, künftig als Konfliktparteien auf Seiten Kiews gewertet. Der Kreml hatte das Getreideabkommen am Montag nicht mehr verlängert. Mit Hilfe der Vereinbarung konnten in den vergangenen Monaten fast 33 Millionen Tonnen Getreide exportiert werden. Und noch eine Schlagzeile, für die Wladimir Putin heute gesorgt hat. Der russische Präsident wird im August nicht am Treffen der sogenannten BRICS-Staaten in Südafrika teilnehmen, wie das Gastgeberland am Mittag erklärte. Die Entscheidung sei in gegenseitigem Einvernehmen getroffen worden. Südafrika kommt somit um die Entscheidung herum, den russischen Präsidenten festnehmen zu lassen oder aber den internationalen Haftbefehl gegen ihn zu ignorieren. Diesen hatte der Internationale Strafgerichtshof im März wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine gegen Putin erlassen. An seiner Stelle wird nun Russlands Außenminister Lavrov am Gipfeltreffen der wirtschaftsstärksten Schwellenländer teilnehmen. Präsident Ramaphosa hatte erst am Tag zuvor mitgeteilt, Russland habe Südafrika gewarnt. Eine Verhaftung Putins komme einer, Zitat, Kriegserklärung gleich. Moskau dementiert allerdings diese Aussage. Jede Menge Themen, die wir da zu besprechen haben. Aus Celle zugeschaltet ist jetzt der Militärexperte General AD Reinhard Wolski. Herr Wolski, wir grüßen Sie. Guten Abend. Guten Abend, Frau Liefeld, Herr Simon. Fangen wir also erstmal mit der Drohung im Schwarzen Meer an. Internationale Handelsschiffe mit Ziel Ukraine gelten also ab 0 Uhr russischer Zeit für Moskau als potenzielle Gegner. Was heißt das konkret? Was lesen Sie daraus? Also ich lese da als erstes mal raus, dass Herr Putin vielleicht doch mal den Vertrag von Montreux angucken sollte, der gerade morgen vor 87 Jahren unterzeichnet worden ist. Er liegt allerdings in Frankreich, das Original. Insofern würde Herr Putin dort wegen Verdacht auf Kriegsverbrechen festgenommen werden. Aber er wird ja vielleicht eine Kopie haben, die eindeutig regelt, wer in den Bosporus reinkommt und wer raus darf, wie es in Friedenszeiten geregelt ist. Und das insbesondere Herrn Erdogan natürlich jetzt eine große Rolle zukommt. Denn wenn Schiffe in den Bosporus reinfahren, in das Schwarze Meer und Weizen aus der Ukraine laden wollen, dann ist das eigentlich eine sehr eindeutige Sache, denn Herr Erdogan kann das kontrollieren und entsprechend dann auch international sagen. Ich wäre gespannt, wenn ein chinesisches Schiff durch den Bosporus fahren will und in einem der drei Häfen der Ukraine Getreide laden will, was Herr Putin dann machen würde. Also ich halte das für eine Drohung, die natürlich ernst zu nehmen ist, aber angesichts der gegenwärtigen Lage und auch der Seerechts ist das nicht durchsetzbar und er wird es auch nicht durchsetzen. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum macht Wladimir Putin das überhaupt? Was steckt dann hinter diesem Schritt? Möchte er die Ärmsten der Armen treffen und die Hungersnot in diesen Ländern, gerade in Afrika, noch mal verschärfen? Möchte er Erdogan jetzt rückzahlen, heimzahlen, dass dieser sich gerade der NATO noch mal auch mit seiner Loyalität doch angenähert hatte? Was ist das eigentliche Ziel oder die Message hinter dieser Drohung? Ja, Message, also die Gedanken von Herrn Putin sind ja selten nachvollziehbar, oftmals sinnfrei und auch sinnwidrig. Ich könnte mir hier vorstellen, dass er nach wie vor Druck ausübt, um zu erzwingen, dass gewisse Sanktionen gegen ihn erlassen werden. Das könnte sein, dass er hier den Marktwert erhöht, indem er diese Drohung ausspricht und dann denkt, dass der freie westliche Welt dann möglicherweise irgendwelche Sanktionen nachlässt. Das war ja seine Bedingung ursprünglich für die Fortführung des Getreideabkommens. Also er möchte Druck aufbauen. Hätte Russland denn überhaupt die Kapazitäten für eine Seeblockade, um den Handelsverkehr im Schwarzen Meer gewaltsam zu unterbinden? Oder würden diese Kriegsschiffe, die dafür nötig sind, dann vor der Krim fehlen? Denn Russland schießt ja auch von dort, wie man hört, bis weit ins ukrainische Festland. Ja, das ist natürlich die Frage, ob hier wirklich eine Seeblockade notwendig wäre. Das Abdrängen von großen Handelsschiffen ist die eine Sache. Der scharfe Schuss auf eins dieser Handelsschiffe wäre die andere Sache. Wir hätten dann eine eklatante Lageänderung im Schwarzen Meer. Hier muss man sagen, dass Russland ja immer schon behauptet hat, das Schwarze Meer sei ein russisches Binnenmeer, was völkerrechtlich natürlich Unsinn ist. Aber
die Blockade an sich, eine physische Blockade, ist, glaube ich, gar nicht notwendig mit der Drohung. Jetzt sagen Experten, das würde es von anderen Staaten Sicherheitsgarantien oder sogar Versicherungen für die Schiffe und die Fracht geben. Dann könnte sozusagen die Seefahrt, der Betrieb weiter fortgesetzt werden. Aber das klingt ja nun erstmal so riskant. Wer sollte das auch aus welchem Grund überhaupt tun, so einen Schritt? Sinnvoll wären hier natürlich, hier gibt es ein besonderes Abkommen noch unter anderem der Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Die haben ja ein Handelsabkommen getroffen. Das wären möglicherweise die ersten Staaten, die sowas machen können oder vielleicht auch politisch machen wollten. Das wäre die erste Möglichkeit. Das nächste wäre die Frage, inwieweit die Europäische Union dort willens ist, einzugreifen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.